Ja, aber bis dahin sind wir schon mal gekommen. Das ist definitiv ein Fortschritt. Warum kann man hier nicht hochklettern? Ja, das dauert mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu lange. Deswegen kletter ich hier mal an der Seite ein bisschen hoch. So. Tut mir leid. Ich weiß, es ist gemogelt. Aber ehrlich gesagt, bis ich da hinten rumgekommen bin, da können wir lange drauf warten. So. Gut. Seht ihr, selbst hier ist noch das Scheitern in greifbarer Nähe. Da überlege ich auch gerade. Man kann ja theoretisch bis da oben hochklettern, ne? Von hier aus treffe ich auf jeden Fall. Vielleicht ist das sogar Sinn der Sache. So. So, jetzt soll ich bis da hinten rüber. Oh je. Aber wenn ich bis dahin geschafft habe, dann habe ich schon mal den nächsten Checkpoint fast erreicht. Und von da aus ist es auch annehmbar, den Rest zu schaffen. Bin ich mal ehrlich. Oh Gott. So erreiche ich den Checkpoint nicht. Aber das schaffen wir schon noch. Hui. So. Ah, oh, geschafft. So. Ah, Checkpoint ist offen. Ja, wie soll denn der Jump gehen? Von da wahrscheinlich rüber, ha? Na, so nicht. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank den Checkpoint, in dem ich wahrscheinlich ersaufen werde, denke ich mir gerade so. Dadurch, dass das Schwimmen so extrem langsam ist. Aha. Naja, nicht ersaufen, aber. Das langsame Schwimmen erleichtert schon nicht unbedingt. So. Ah, verdammt. Ach ja. Aber das schaffen wir auch noch, das wäre ja gelacht, jetzt so kurz vor dem Ende aufzugeben. Also kurz vor Ende dieser Jump-Passage. Ich weiß ja nicht, wie lange die Map noch geht. Ich will da ja nichts vorweggreifen, ohne es zu wissen. Verdammt nochmal, warum renne ich denn nicht? Hungerbalken ist okay, alles okay. Der liebe Asador LP macht irgendetwas falsch. Ach ja. Schaden, Schaden, Schaden. Aber dafür sind wir gleich oben. Halb ertrunken, aber fit. Das ist auch mal ein interessanter Satz. Halb ertrunken, aber fit. Ja. Verdammt nochmal. Renn doch, lauf. Stevie, lauf. Oder in dem Falle Failman. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Skin zulegen. Vielleicht liegt es am Skin, dass ich dauernd faile. Ich meine, Failman ist fürs Failen geboren. Wer macht eigentlich was vor? Es liegt an mir. Immerhin habe ich den Skin eben wegen meinen Jump-Fails erstellt.
So. Mäh. So. Ja, endlich. So, so. Autsch. Ja, ich sagte Autschen. Ich weiß, Maulwurf und so. Nee. So. Wisst ihr, wenn ich nirgendwo hin muss, beziehungsweise wenn ich eigentlich wieder ganz runterfallen will, um wieder zum Checkpoint zu kommen, dann funktionieren die Jumps, ohne dass irgendwie, dass ich die überhaupt brauche. Also, ich hätte fallen können, das wäre total egal gewesen. Man müsste irgendwie alle Jumps unnötig machen, dann würde ich wahrscheinlich zum Jump-Profi werden. Oder man müsste so eine Jump-Steuerung einbauen wie bei Assassin's Creed, dann wäre ich schon durch. So. Ich meine, lass uns mal ehrlich sein. Ah, ja. Assassin's Creed, es sind super tolle Spiele. Aber die Jump-Passagen sind schon irgendwie ein bisschen was für Jump-Legastheniker wie mich. Ich meine, Taste halten und laufen kann im Grunde genommen jeder, obwohl ich habe auch schon Leute gesehen, die es nicht so gut konnten. Aber ich meine, im Grunde genommen könnte doch. Ja, ne? Jeder theoretisch eine Taste halten und einfach drüber. Dü-d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 ü
Zumal ich nicht fliegen kann oder sonst irgendwas. Und ich habe keine Lust, jedes Mal, wenn ich sterbe oder sonst irgendwas, die ganze Map so gesehen nochmal zu spielen. Deswegen habe ich das so ein bisschen anders gemacht. So. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hin muss. Aha. Das hier habe ich nicht gehauen. Ich glaube, ich war. Lass mal gucken. Also hier waren, glaube ich, die einen Räume, wo ich den Schlüssel dran gesetzt habe. Ups, falsche Tür. So. Ah, gut. Halte ich das richtig in Erinnerung? So. Schwimmen, schwimmen. Tut mir leid, ich muss mal kurz was trinken. So. Bei dem letzten Stein zu fehlen ist natürlich auch etwas blöd, um es höflich auszudrücken. Allerdings ist fehlen grundsätzlich blöd. Ja, so ist das. Ich bitte übrigens Map-Erbauer für die Zukunft, dass ihr vielleicht statt solchen Wasser-Checkpoints vielleicht welche mit Leitern macht, wo ihr einfach einen Block dazwischen setzt. Boah, Gott, das war jetzt Fail. Dass dieses ganze halbe Ertrinken wegfällt. So. Wie vielleicht ein paar von euch mitbekommen haben, habe ich gerade eine SMS bekommen. Ich weiß, sehr professionell. Ich werde jetzt hier mal kurz Pause machen und hören. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit der Map. Underground Castle von Kikatsu. Ja, wir sind ja letztes Mal bei dieser wunderschönen Jump-Passage stehen geblieben. Wo ich denke, dass ich auch jetzt nicht sonderlich viel weiterkommen werde. Beziehungsweise jetzt nicht sofort. Wow, aua. Schöner Leckknackser. Lol, doppeldeutig. Ja. Aber ansonsten gefällt uns eigentlich die Map ganz gut, wenn wir mal durchkommen würden. Wäre das noch umso schöner, aber. Da kann. Wow. Kikatsu ja wenig für. Bis auf die Tatsache, dass er mir so eine Map schickt, wo er doch weiß, dass ich so. Ja, erstklassig in Jumps bin. Naja, gut. Belassen wir es dabei. Ich sollte irgendwie so eine Minecraft-Jump-Schule besuchen, glaube ich. Ja. Es wäre dann schon ganz hilfreich, wenn man dann auch springt, statt nur zu laufen. Soll bei Jumps erheblich helfen, habe ich gehört. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Ja, ich denke, auch diesen Checkpoint werden wir häufiger sehen. So. Ja, ich hab schon drauf.
Heute laggt der Sound aber ein kleines bisschen, merke ich. Naja, davon lassen wir uns jetzt nicht irritieren. Wir ertrinken nur wieder halb und machen dann weiter. Hui. So. Okay. Ich sag ja, wenn ich die Jump-Passagen nicht brauche, dann schaffe ich sie irgendwie. Oh, gut. Mund nicht zu voll nehmen. Dann funktioniert das auch. Ach ja.